Ja, so hat man früher das Trust-Fanzine und andere Publikationen gemacht. Mit einer Schreibmaschine, mit Papier, mit Klebestift und Schere. Heute geht das alles viel geräuschloser und auch schneller mit der elektronischen Kommunikation und der neuen Welt und so weiter und so fort. Man hätte nicht für möglich gehalten, was heute damit zu machen ist, damals. Aber es ist, wie es ist. Das Ergebnis ist dann hier zu sehen. Viele, viele Hefte über die Jahrzehnte, wie man sieht in unserem kleinen einen Back-Issues-Lager. Die ersten 60 Ausgaben sind komplett vergriffen. Ansonsten sind teilweise hier nur noch ein Heft da. Dann gibt es mal von anderen wieder mehrere. Hier haben wir gerade zufällig Nummer 100 rausgezogen. Ja. Hier unten sind natürlich auch tolle Sachen. In jedem dieser Hefte oder in fast jedem dieser Hefte habe ich über die Jahrzehnte eine Kolumne geschrieben. Wir sind mittlerweile bei Heft Nummer 155 angekommen und seit dem ersten Heft viele, viele Texte geschrieben über die Punk-Szene, über die Hardcore-Szene, über mich, über Politik, übers Leben im Allgemeinen, soziopolitische Themen, was mich ankotzt, was nervt, was jeder wissen muss. Und vor 3 Jahren ist das Ganze als Buch erschienen. Got Me, Hardcore Punk als Lebensentwurf. Gesammelte Kolumnen von 1986 bis 2007 in einem Buch. Mit ein paar Illustrationen, Cover-Illustrationen, einem Vorwort von Jan Roelk und von mit Ian McKay. Es gibt das Buch jetzt auch als E-Book. Für alle möglichen Reader. Hier ist ein kleines Beispiel. Und natürlich auch für das iPad. Das sieht dann so aus, da kann man dann schön drin blättern, eine Seite, die nächste Seite lesen, zurückblättern und so weiter. Und als Bonus ist bei der ganzen Geschichte noch das Interview von Ian McKay und mir in Deutsch live über Videokonferenz zu sehen. Das ist allerdings nur bei dieser Version erhältlich. Hallo Ian, hallo, hallo Ian, hallo, hey Ian. Oh, hallo Dorf. Ich habe ein paar Fragen für dich. Wenn ich ein Buch voll mit jemandes Kolumnen lese, werde ich gern mehr über die Person erfahren wollen, die sie geschrieben hat. Ich hätte gern den Kontext, aus dem diese Ansichten kommen. Lass uns also damit anfangen. Du bist Asperger, richtig? Bei der gibt es zu lesen, zu lesen, zu lesen, 300 Seiten. In den Kolumnen geht es um unterschiedliche Themen. Das geht von Szene, Politik, Szene, relevanten oder eben nicht so relevanten Themen über mein Privatleben zu politischen Themen, soziopolitischen Sachen, Vegetarismus, gegen jegliche Religionen, Gedanken zu politischen Strömungen. Einfach was einem so im Kopf rumgeht. Früher hatten wir und nennen das immer noch Kolumnen. Heute heißt das Ganze seit einigen Jahren Blog. Mit anderen Worten, das Trust und ich haben schon gebloggt, bevor Bloggen überhaupt erfunden war. Das machen wir heute immer noch in schriftlicher Form, immer noch im Trust und immer noch auf Papier. Und auch heute setze ich mich nach wie vor auch gerne mit den unterschiedlichsten Themen auseinander. Den täglichen Politwahnsinn, Umweltverschmutzung, Umweltzerstörung. Immer mal wieder Meinungen von anderen Leuten, die einfach nur deren Meinungen sind und jeglicher Relevanz entbehren. Am besten, ihr macht euch selbst einen Eindruck.